Salve a tutti. Wundern Sie sich bitte nicht über meine Stimme, das ist also nicht einer wilden Nacht geschuldet, sondern vielmehr die Begleiterscheinung einer Lungenentzündung, die ich momentan habe. Aber dieser Film ist mir wichtig und ich habe auch ganz viele Mails bekommen, weil ich in der letzten Woche ganz wenig gemacht habe, was denn da los sei. Deswegen nehme ich mir jetzt die kurze Zeit und mache auf jeden Fall diesen Film, weil ich brauche das auch. Ich muss mal wieder reden. So, der DAX, hier liegt er vor euch. Im letzten Film von letzten Sonntag hatte ich bereits diesen Trendkanal angesprochen und das war ein perfekter Touchdown auf den Trendkanal, auf die obere Begrenzung von dieser Soft Landing Area. Jetzt haben wir hier im Bereich 11.850, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Unterstützung. Die wird also immer wichtiger. Danach gibt es diesen Soft Landing Area Bereich, der runtergeht bis 11.750, bis zu diesem Gap hier von Anfang April. Das hat der Markt erstaunlich gut gelöst, das Problem. Vielen Dank an Herrn Donald T. aus USA. Mit seinem Tweet, wie auch immer er hat das geschafft. Bevor dieser Tweet kam, sah das nämlich alles andere so aus, als ob das Ding hier halten würde. Muss ich ganz klar sagen, aber es hat es getan. Dann kam die fulminante Erhöhung und wir handeln sogar oberhalb der 20-Tage-Linie, also in der oberen Hälfte der Bollinger-Bänder. Was wir jetzt als Widerstand haben, ist der Punkt von 12.432. Etwas darüber. Bei 12.500 liegt auch hier das obere Band. Aber im Moment, es ist nichts geschehen. Es ist nichts passiert. Wir sind nach wie vor in diesem Aufwärtstrend. Dieser Punkt hier oben kommt nicht nur durch das High, was wir hatten Anfang Mai, sondern ich will es auch zeigen, der kommt hier von Ende September. Den haben wir schon ein paar Mal berührt. Dieser Bereich ist eine altbekannte, die 12.500. Und vor dem Hintergrund einer hier insgesamt positiven Technik über den Oszillator, als auch über das MACD, muss ich davon ausgehen, dass wir das sogar durchaus sehen können. Eine solche Kerze, wie wir sie am Donnerstag hatten oder am Mittwoch, würde reichen, um uns hier drüber zu geben. 12.432 als erster und 12.500 als zweiter Punkt. Das sind jetzt für mich die wichtigen Marken nach oben. Und unten haben wir weiterhin diesen Trendkanal, der leicht stetig ansteigt, gefolgt von der 11.850. Ich möchte gerne nochmal mit Ihnen auf die Woche gehen. Jetzt verschiebt sich der Trendkanal, den bitte nicht mehr so beachten. Von der Technik her ist das weiter angeschlagen, sowohl über den Trendfolger MACD und es ist noch nicht mal ganz positiv über die Stochastik. Denken Sie mir das Webinar oder auch den kleinen Film, den ich eingestellt habe. Nichtsdestotrotz ist der Markt meiner Meinung nach reif für eine tiefergehende Erholung. Also hier unten rein, Richtung 200-Tage-Linie, Richtung Gap Close hier, was wir auch noch haben vom 29.03. bei 11.516. Für mich ist das, was jetzt hier kommt, so eine Art. Sie kennen das vielleicht aus der Botanik, so eine Art Panikblüte. Noch einmal hoch, zeigen, was er drauf hat und dann verlassen Sie ihn. Ich bleibe, aber ich merke auch, dass ich damit mittlerweile ziemlich alleine bin, auf den 30.06. davon überzeugt, dass wir tiefere Kurse haben werden als das, was wir momentan sehen. Hier werden die letzten Shorts auf die Probe gestellt. Und ich tue mich auch nicht leicht, hier irgendwelche Optionsscheine zu finden, aber das ist ja Teil des Films, deswegen werde ich Ihnen zwei nennen. Sollten Sie der Meinung sein, der Schlegel ist ja viel zu pessimistisch, das Ding geht hoch auf All-Time-High oder was auch immer. Sollte allerdings der Stop für einen Schein unterhalb von dieser 11.850 liegen, und da bietet sich sowas hier an. Das ist ein Open-End-Schein mit der Basis 11.829. Das ist immer noch ein 30er Hebel. Damit liegen wir hier unter diesem sechsfachen Support jetzt. Das ist von Goldman Sachs, die Kennnummer GA4G3X. GA4G3X. Für eine Verkaufsoption, für einen Put,
Tendiere ich allerdings dazu, einen Schein zu nehmen, dessen Basis oberhalb von dieser 11.432 liegt und auch oberhalb vom Band. Ich habe mir den hier rausgesucht. Das ist ein 37er Hebel. Das ist keine kleine Geschichte. Ebenfalls ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. In diesem Fall mit der Basis 11.567 und das ist die Kennnummer GM426W wie Waltraud. Ich wünsche Ihnen eine Happy Trading und eine fette Beute und mir eine gute Besserung. Bye bye, ciao.